Nancy! Oh. Wow, oh. Nancy! Was soll denn? Hey, was zur Hölle? Ruhig! Hey, ganz ruhig! Los, verschwinde mal! Was machst du da? Schatz, alles okay? Ja, mir geht's gut. Hey, ich bin Joe, Joe Wilson. Wir waren zusammen auf der Highschool, richtig? Ah, ja, genau. Joe, ich entschuldige mich für Christian. Er hat es nicht so gemeint. Ja. Wie geht's dir denn? Wie viele Jahre ist es jetzt hier, seit wir uns getrennt haben? Ungefähr 10 Jahre, oder? Ja, ich bin so froh, dich zu sehen. Was gibt's Neues? Naja, also, ich habe letzte Nacht da drüben geschlafen und jetzt hier. Also, nichts Neues. Ist das dein Ex? Hey, Mann, hör mir mal zu. Ich will, dass du verschwindest. Hey, habe ich dir jemals etwas angetan? Schatz, lass uns gehen. Wir kommen zu spät zum Konzert. Ich wünsche dir das Beste. Einen schönen Abend noch. Der Freak hat mein Portemonnaie geklaut. Was redest du denn da? Ach, verdammt. Ich meine, dein Freund hat mich beklaut. Verstehst du denn nicht? Bist du so naiv? Ich rufe die Polizei. Hey, vielleicht hast du es zu Hause vergessen. Für was hältst du mich? Ein Idioten? Hallo, hier, Ihr Portemonnaie. Ich weiß nicht, aber ich habe es gefunden. Geben Sie schon her. Ich habe es dir gesagt. Joey, ganz lieben Dank. Christian, bitte bedank dich bei Joe. Wo sind die 200 Mäuse? Das kann nicht sein. Ich habe nichts rausgenommen. Das war's. Ich rufe die Polizei. Das kannst du denen erzählen, auf dem Revier. Hey, das reicht jetzt. Joey ist ein guter Mann. Und selbst wenn er ein paar Hunderter gestohlen hat, dann nur, weil er hungrig ist. Und, du brauchst einen Mitarbeiter in deinem Büro, nicht wahr? Bieten Sie mir einen Job an? Nur über meine Leiche. Hey, Dad sagte immer, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Und wenn du wirklich seinen Platz einnehmen willst, musst du etwas Freundlichkeit in deinem Herzen finden. Na gut. Wuhu! Aber Sie sollten sich dringend duschen. 200 Mäuse müssten reichen. Ja, Sir! Gib mir eine Minute. Madam? Danke sehr. Komm morgen in unser Büro und nimm das hier. Ich denke, das sollte reichen für ein Hotelzimmer. Warum hilfst du mir? Wir alle haben schlechte Zeiten, aber deswegen sind wir keine schlechten Menschen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. In der Firma wird es Ihre Hauptaufgabe sein, zu beurteilen. Wow. Guten Morgen, Nancy. Guten Morgen. Die sind für dich. Oh mein Gott. Du weißt noch, dass ich weiße Rosen liebe. Ich danke dir. Das Meeting ist vorbei. Wow. Wow. Ich dachte, du magst die Roten. Die Roten sind zu giftig. Giftig. Ja. Ihr zwei wart zusammen? Oh ja. Das ist viele Jahre her. Super. Du bringst deinen Ex ins Büro. Was kommt als nächstes? Wird er in unser Haus ziehen? Christian. Oh. Nancy. Hast du es ihm noch nicht gesagt? Ich mache nur Spaß, nur ein Scherz. Ich hoffe, du kannst besser putzen als Witz machen. Ja. An die Arbeit! Okay. Viel Glück. Danke sehr. Mr. Strom, ich wollte noch mal... Nicht jetzt, bitte. Lily. Thank you.
so leid, Sir. Was machen Sie denn hier? Es tut mir so leid. Ich habe nur... Verdammt nochmal, die Schuhe sind neu. Wissen Sie was? Sie werden sie abarbeiten für den Rest Ihres Lebens. Ich räume das sofort auf. Ja, ich weiß. Sie haben nur 5 Minuten. Mehr brauche ich nicht. Oh. So aus, als würden Sie hier drin aufräumen. Nun, ich habe den Staub auf dem Regal gesehen und ich habe versucht, hier sauber zu wischen. Ja, ja, ja. Jetzt raus hier! Ja. Oh! Gott, dieser Penner macht mich doch verrückt. Oh, Liebling, hab Geduld. Bald wird dieser ganze Ort uns gehören. Ja, du hast recht. Wer hätte gedacht, dass die Hälfte davon nach der Hochzeit mir gehören wird? Und Nancy wird im Krankenhaus landen und sich sehr krank fühlen. Hm? Ist das das Gift? Ja. Yeah. Verdammt, du bist gut. Und hübsch. Bring mir was zu trinken. Aber ohne das hier. Oh. Vielleicht sowas wie das hier? Hey, fass das nicht an! Was? Oh mein Gott! Verdammt nochmal! Was ist denn los mit dir? Ah, der Schlüssel zu meiner Schublade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist meine ganze schmutzige Buchhaltung drin. Oder denkst du, ich bekomme das Geld für deine Klamotten von Nancy und ihrem Vater? Joe. Aber vielleicht dann im nächsten Nancy, Call. Nancy. Was? Ich muss dir etwas sagen. Es tut mir leid, aber ich... Nancy. Mr. Derby, es tut mir so leid. Ich werde Sie zurückrufen, ja? Es tut mir leid. Tschüss. Was? Nancy, ich habe Christian gesehen. Nancy, er hat mein Geld gestohlen. Was? Christian, das ist nicht mehr lustig. Ich weiß, du magst Joe nicht, aber bitte hör auf damit. Das ist kein Scherz. Es fehlt eine große Summe direkt aus meinem Büro. Was? Miss Davis, ich habe ihn ganz deutlich in Mr. Strongs Büro herumlaufen sehen. Nancy, ganz ehrlich, ich habe nichts genommen. Ich habe gesehen, wie Christian dieser Frau Geld gegeben hat. Ich habe genug davon. Christian, du bist wahnsinnig vor Eifersucht. Und Joe, wovon redest du denn da? Vielleicht verstehst du das alles falsch. Hey, ich versuche nur zu sagen... Eifersüchtig? Auf diesen Penner? Okay, hör zu, wenn du mir nicht glaubst. Lass uns rübergehen und das komplette Büro durchsuchen. Aber ich will, dass wir mit seinem Spind anfangen. Okay, los geht's. Aber wenn da nichts drin ist, dann wirst du dich bei Joe entschuldigen. Oh! Ich habe nichts gestohlen und ich werde es beweisen. Oh, komm schon, Mann. Los, gib das her. Bingo. Joe, ich kann es nicht glauben. Nein, nein, nein. Nein, ich habe es nicht getan. Ich habe gesehen, wie Christian den Umschlag dieser Lilly gab. Er hat eine große Schublade in seinem Büro. Und da sind auf jeden Fall Beweise drin. Hier. Ich weiß nicht, warum du das getan hast. Ich habe nichts getan. Lass uns nachsehen. Der Typ hat auch meinen Schlüssel gestohlen. Was kommt als nächstes? Ich will in deinen Schreibtisch schauen. Hast du den Verstand verloren? Beweise deine Unschuld. Warum muss ich hier etwas beweisen? Okay. Also gut. Gehen wir. Gehen wir. Ja, na los. So wenig vertraust du mir also. Aber das ist ja... Bravo! Gut gemacht, Cowboy. Jetzt ist die ganze Überraschung ruiniert. Bist du zufrieden? Aber nein, ich war sicher, dass er etwas verheimlicht. Nein. Also das war's. Ich rufe jetzt die Polizei. Hör zu, ich weiß nicht, ich habe nur... Joe, bitte geh jetzt. Was? Ich will nicht alles ruinieren, bitte.
Verschwinde, bevor die Polizei kommt. Du hast schon genug Probleme. Nancy, sag mir, warum sollte ich zur Arbeit kommen? Du hast mir genug Geld gegeben, um monatelang zu leben. Warum habe ich das Portemonnaie zurückgegeben? Glaub mir! Joe, bitte, geh, endlich. Ich tu das doch alles nur für dich! Joe, hau ab! Gut. Okay, hören Sie zu. Ich will, dass dieser Freak in 5 Minuten von hier verschwunden ist. Wo ist er denn? Ich hab ihn rausgeschmissen. Was? Hast du den Verstand verloren? Was? Ich bin so müde, Christian. Ich freue mich sehr über dein Geschenk. Und ich möchte uns den Tag nicht verderben. Also werde ich nach Hause gehen und uns etwas zu essen machen. Bis später. Bleib mir vom Leib. Hier sind überall Kameras. Und denk nicht mal dran. Hast du gedacht, ich finde sie nicht? Ich gebe dir die Chance, reinen Tisch zu machen. Aber wenn du es nicht tust, werde ich das an Nancy schicken. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Was ist das? Das, was du unbedingt verstecken wolltest. Das ist alles, was in deiner Schublade war. Oh mein Gott! Wer ist denn nur dieser Schlauberger? Joe! Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie sich das alles nur ausgedacht? Sie sind so groß und klug. Aber glauben Sie, Sie könnten mich mit gefälschten Dokumenten erpressen? Oh, nein, 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 nein. Verdammt. Und jetzt weiß ich endlich, warum Sie aus Müllcontainern essen müssen. Denken Sie, ich bin so dumm, dass ich meine schmutzige Buchhaltung auf Papier und nicht digital führe? Du hast keine Ahnung, wie dumm du bist. Was sagtest du, hättest du auf dieser Festplatte? Schatz, es ist nicht, was du denkst. Dieses Mal habe ich es endlich richtig verstanden, Christian. Du wolltest Joey reinlegen und mir die Firma wegnehmen. Du hast mich betrogen. Du verdienst nicht, dass man dich anhört. Miss Davis, ist er das? Ja. Hey, keine Bewegung. Jetzt gehört er euch, Jungs. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Oh, Nancy, es tut mir so leid. Nein, ich bin diejenige, die sich entschuldigen muss. Was redest du denn da? Du hast meinen Job gegeben und eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Du hast dich kein bisschen verändert seit der Highschool. Aber ich scheine die Leute überhaupt nicht zu kennen. Aber du hast mir geglaubt. Und weißt du, normalerweise verachten die Leute mich. Sie denken, wir Obdachlosen sind nutzlos. Aber ich könnte niemanden betrügen, jemanden, den ich liebe, mit oder ohne Dach über dem Kopf. Du hast dich auch nicht wirklich verändert.